Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Yoshi's Island Advance. Möbius Festung. Links hinter dieser Tür ist ein kleiner böser Struppi versteckt. Mit einem Puffblock kann man ihn killen. Und dann bekommt man einen heißen Chip. Und zwar einen Cheat, mit dem man alle Minispiele jederzeit machen kann. Wem das jetzt zu riskant ist, der kann jeder einfach die Stachelkugeln zerstören. Aber ich traue mir das zu. Die Farbe von diesen ekligen Viechern hat eine Bedeutung. Die blauen bewegen sich auch an der Decke, die roten bewegen sich nur auf dem Boden. Diese Plattform sieht ein bisschen aus wie eine optische Täuschung. Ja, wir müssen die Treppe nach rechts bauen. Obwohl, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir das wirklich für die 100 Punkte machen müssen. Aber auf jeden Fall kriegen wir hier bessere Items. Ja, stimmt, wir müssen es auch für die 100 Punkte machen. Also merkt euch das. Hier ist es egal. Keiner von den beiden Wegen führt mich irgendwo hin, wo ich etwas Wichtiges kriege. Ja, diesem nervigen Vieh werden wir mindestens noch zweimal begegnen in diesem Level. Nanu! Warum reagiert er nicht? Ja, dann machen wir es eben anders. Ach, nein, hier ist gar nichts.
dachte, hier wäre etwas. Aber scheinbar doch nicht. Jetzt wird's gefährlich. Das ist jetzt ganz schlecht. Das ist zu gefährlich. Hoffen wir mal, dass es keine roten Münzen sind. Nochmal eine kleine Schweigeminute. Eigentlich braucht man sich gar nicht ducken. Ah, gut. Ich habe also nichts verpasst an der einen Stelle. Ich
glaube, eigentlich könnte ihr einen Baumstein nur in eine Richtung schwingen. Aber sicher ist sicher. Ah, hier kann man nochmal richtig schön viele Eier sammeln. Das will ich auch meinen. Meinst du? Das mag wohl sein, aber so schnell gebe ich dir nicht auf. Ja, früher konnte ich überhaupt nicht richtig zielen. Also, wenn das kein Schwachpunkt ist, dann weiß ich es auch nicht. Auf Wiedersehen. Das war wieder ein recht aufwendiger Level. Ich werde diesen Part auch jetzt beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal.